Leute und willkommen zu der nächsten Folge von Evans 2018 zusammen mit Jan. Hi! Ah, kein Regen. Endlich! Ausnahmsweise mal ein Rennen ohne. Oh mein Gott. Mega geil. So Leute, wir haben ganz kurz ein bisschen Training gefahren. Ich habe vielleicht ein bisschen Scheiße während des Trainings gemacht, aber ja, ich bin mal gegen die Fahrtrichtung gefahren, habe ein bisschen Crashes gebaut. Es ist befriedigend, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man mal so ein bisschen Scheiße machen kann. Ja, ich würde sagen, ich fahre direkt raus. Ich muss noch kurz ein bisschen mehr Benzin mitnehmen. Ja, wir haben heute einen großen Auftrag auf jeden Fall, weil, naja, ist ganz klar, wir haben in Sachen Fahrerweltmeisterschaft beide Abstand verloren, Konstrukteursmeisterschaft Abstand verloren. Und bei der Konstrukteursmeisterschaft wird es sogar wirklich schon langsam eng, weil so unglaublich viele Rennen gibt es ja nicht mehr. Und wir haben jetzt gerade 45 Punkte, glaube ich, Abstand auf Platz 1. Ja. Das heißt, also wenn ihr wirklich, ja, also wenn wir wirklich immer Platz 1 und 2 werden, dann wird es trotzdem eng, weil wir natürlich trotzdem dann immer noch Dritter, Vierter und so werden können. Und dementsprechend müssen wir uns hier ranhalten. Mit diesem Rennen hier sind es noch 6 Rennen, Leute. Ja. Also das ist echt nicht ohne. Ist der Endspurt. Russland ist als nächstes dran. Das ist natürlich von uns beiden eigentlich. Also ich finde, das ist eine coole Strecke, Russland. Russland gefällt mir, freue mich drauf. Das kann was Gutes werden. Singapur, so ein Stadt-Grand Prix, bin ich ja nicht so der Freund von. Deswegen, also wenn wir hier heute gut sind, dann ist das schon mal, dann ist das krass. Dann ist das krass, ja. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, letzte Folge, wie gesagt, könnt ihr euch angucken. Das ist halt so eine Sache, ne? Wir nehmen jetzt übrigens noch eine auf, ja? Wollten eigentlich keine mehr aufnehmen. Wir nehmen die jetzt auch hinter der anderen Folge quasi auf. Also wir haben gerade Belgien und Italien aufgenommen, jetzt nehmen wir das hier auf. Genau. Ich muss sagen, man sollte nicht zu sehr in Panik geraten jetzt so, ja? Nur noch 6 Rennen, Panik, wir müssen das schaffen. Ja, wir müssen es schaffen, aber das muss man irgendwie lockerer sehen, weil wenn ich in Panik gerate, das endet nicht gut. Strecke. Ja, das endet nicht gut. Also panisch irgendwie versuchen zu überholen oder so geht sowieso nicht, weil, lol, ich wurde durchsichtig. Also wir müssen echt gucken. Ich dachte, du war. Wir müssen halt echt gucken, dass wir gut fahren, dass wir das gut machen. Fuck, das ist ja scheiße. Dass wir, ich hab Scheiße gebaut, auf jeden Fall gewinnen, aber wir dürfen uns da jetzt nicht zu krass irgendwie reinsteigern, damit wir es nur noch mehr verschlimmern. Wir haben Hypersofts, ist eine coole Strecke. Ja, schwer. Schwer ist schwere natürlich. Schwere Strecke. Cool vielleicht auch schon, aber schwer halt vor allem. Macht Spaß, hier kann viel passieren. Ich schätze mal, dass wir heute das Safety Car wieder sehen. Ja, das kann gut passieren. Also Leute, das wollte ich damit noch gesagt haben, dass wir heute ja bisher nicht den besten Tag hatten. Ja, Belgien bin ich rausgeflogen. Dann Italien ist Jan rausgeflogen und ich war auch nicht so krass. Zwar in den Punkten, aber war ja nur 8er. Dank dieser Kackstrafe, sonst wäre ich ja wenigstens 7er gewesen. Ja, wie gesagt, wenigstens kein Regen jetzt, vielleicht wird's ja was. In der Tat, ich hoffe es. Ja, vor mir jetzt aber schon wieder ein Auto. Also, wir haben den Start auch viel trainiert, wir beide. Und ich muss sagen, also ich viel. Ich habe ein bisschen. Auf jeden Fall. Ich hatte bestimmt 20 Starts oder so. Ich hatte, glaube ich, 4. Und ich muss sagen, wenn man nicht als Erster startet, ist das schon echt doof. Also, ja, das vor allen Dingen nicht in der ersten Reihe. Also, ich bin eigentlich immer so als 6er gestartet, um das zu trainieren. Und das ist halt echt doof, deswegen, ja, ich bin auf ein gutes Qualifying angewiesen. Ja, weil, naja, Start ist halt immer so schon bei uns gefährlich, weil wir meistens echt nicht so gut starten und überholt werden. Zumindest ist das bei mir der Start so ein echt großes Defizit. Ja, doch, bei mir aber auch. Also kann man schon sagen, dass es bei uns beiden. Fucking hell! Was? Was denn? Okay, ich breche die Runde ab. Holy shit. Was ist denn jetzt los? Wieso sind denn die auf Italien und Singapur so gut, die Bots? Ich bin halbe Sekunde schlechter als Vettel gefahren. Oh hi, ich bin hinter dir. Ich bin Dritter, ich bin
einen. Ich bin 1,8 schlechter als du. Eins? What the. Was geht ab? Ich bin 1,8 schlechter als du. So viel dazu. Ja, ich möchte auf jeden Fall nicht so weit hinten starten. Ja, wollen wir ja nicht. Ja, wollen wir auch nicht, ja, aber. Das kriegen wir schon hin. Das ist jetzt die erste Runde, die ich gefahren bin. Komm. Come on. Schaffen wir. Ja, schon, aber. Ja, es ist halt keine einfache Strecke. Das ist oh, okay. Ich muss an die Box. Das ist nicht. Boxenstopp! Ja, wenn wir das schon mal überleben, das ist halt. Es kann natürlich sein, wir fahren gut, aber fliegen raus. Das kann immer passieren. Das kann immer passieren und ist natürlich absolut scheiße. Ja, also das sollte jetzt heute nicht passieren. Boxeneinfahrt ist sowieso ist generell auch schon, die habe ich auch trainiert. Einmal. die ist auch nicht leicht. Also vor allen Dingen muss man da sehr, sehr langsam fahren. Also selber sehr, sehr lange langsam fahren, weil. Die ist, ja, man muss da selber noch viel lenken und machen. Jetzt sagen wir mal rein theoretisch, ne? Ich bin in Belgien raus, du bist in Italien raus. Jetzt müssten wir jetzt doch mal wieder beide drin bleiben. Eigentlich müssen wir beide drin bleiben. Das wäre ja doch jetzt eigentlich nicht schlecht. Das fände ich ganz geil. Ich weiß aber nicht, wie ich das jetzt gerade schon wieder geschafft habe, dass ich mir in meiner Zwischenrunde einen Frontflügel kaputt mache. Ja, ich fahre gerade auch die Zwischenrunde und hinter mir holt jemand auf. Oh, man muss da echt so viel aufpassen. Alonso ist Dritter. Also. Hey, cool, der hat mich geholt. Das ist der Hammer. Das ist crazy, ja. Ich hoffe, dass also ich ihn jetzt wieder zurück überhole. Schätzen, mit der Zeit, die ich jetzt gerade habe, würde ich Platz 6 oder so vielleicht. Ich wahrscheinlich bekommen. So Platz 15. Wenn mich Alonso schon überholt. Verdammt. Läuft ja richtig gut. Kann eigentlich gar nicht sein, weil ich bin. Ich meine, ich bin nie in den Qualifying gefahren. In meinem Training, aber ich habe die im Rennen eigentlich ganz gut überholen können. Also. Ganz gut ist natürlich relativ, weil es ist natürlich auf der Strecke nicht leicht, aber ich habe viel getestet, in was für Kurven es geht. Und es geht in den meisten nicht. Das weiß ich jetzt. Ja, aber. Boah. Ja, ich fahre jetzt hoffentlich nur mal eine bessere. Das kann ja hier nicht sein. Ich fahre jetzt gerade nochmal raus, muss jetzt natürlich eine Outlap machen. Ich fahre jetzt meine letzte gezeitete. Gerade auch ein lila Sektor. Oh, lieber Sektor. Den zweiten schon. Oh. Und. Das ist schon mal. Oh, Bottas ist jetzt Dritter. Oh. Dann fahre ich natürlich rein, nochmal raus. Mal gucken. Gucken, was du jetzt dann auch fährst. Ja, ja, ich bin gleich am Ende. Minus 2,6 habe ich. Oh, das ist aber auf jeden Fall die Pole. Also, puh, jetzt vorerst, den Zeitpunkt. Ja, vorerst. Vorerst, echt gut. Jetzt mal wieder reinfahren, dann gleich nochmal raus. Wie viel schneller als Vettels Runde ist das? I don't know. Muss man gleich nachgucken. Ich weiß nicht, was Vettel gefahren ist. Den Reifen warm machen. Leute, drückt uns mal feste die Daumen. Ja. Boxenstopp. Boxenstopp. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Warte, bin ich gerade die Runde nur auf Fett gefahren und nicht auf Max? Kann das sein? Ich glaube, ich bin das nur auf Fett gefahren. Das ist mir, glaube ich, auch schon mal passiert. Das ist halt ein bisschen verwirrend. Leute, wir haben es 19.20 Uhr. So spät haben wir noch keine einzige F1-Folge aufgenommen. F1 haben wir eigentlich immer vor allen anderen Sachen gemacht. Heute haben wir zwar nur F1 aufgenommen, aber in die Zeit noch nie. Also wie gesagt, das ist so das späteste, wo wir F1 hier aufgenommen haben. Zumindest ist es 2.18 Uhr. Okay, also verbessere mich gerade auch schon ziemlich.
In den ersten Kurven schon. Muss noch gucken, ich habe keine Ahnung, wo die Box ist. 2 Sekunden schaffe ich natürlich noch nicht. Ah, lila Sektor, der erste. Der ist lila. Lila! Alter. What the fuck? Nein, nein! Das kann nicht sein. Junge. Alter, was ist denn mit dir los? Wie so ein... Ich weiß gar nicht, was das war. So ein Gollum, Alter. Keine Ahnung. Mann. Was ist denn passiert? Okay, ich bin gerade durch Ferrari durchgefahren. Ich war auf einer echt richtig guten Runde. Ach, oh mein Gott, da hätte ich mir beinahe den Reifen abgefahren. Das war ohne Spaß, es war safe wie so ein... Mann! Ah, so. Also. Du hast doch das Projekt The Forest bei mir gesehen, zumindest ein, zwei Folgen. Ja. Leute, wer es nicht gesehen hat, rechts auf meinem i. The Forest, ein klasse Projekt. Da gab's doch diese Moloks da, diese Typen da, diese Kannibalen oder so. Das klang so hundertprozentig wie der. Alter Kannibale. Oh, ich hoffe, ich habe noch mal genug Zeit, um noch mal rauszufahren. Ich war echt gut. Das hoffe ich auch, allerdings fahre ich jetzt noch nicht, denn ich wechsle jetzt erstmal den Kamera-Akku. Hey! Ja, ist halt so. Was ist so? Ja, dass ich erster Platz werden könnte. Ach so. Mit der Zeit, die ich hatte. Ja, ja. Das glaube ich dir sogar. Also ich bin plus 1,2 besser als Vettel. Ich verwechsel die beiden, weil es so behindert. Also schaffst du auf jeden Fall. Du bist 1,88 schlechter. Also das müsstest du hinkriegen. Okay Leute, ich wechsle die Kamera, den Kamera-Akku. Aber ich kann natürlich noch mitreden hier halt. So, also dementsprechend habe ich mich natürlich nur deswegen so krass aufgeregt. Ist ja logisch. Weil ich ganz vorne eigentlich starten würde. Ja, haben wir ja noch gesagt. Eigentlich muss ich gar nicht mehr rausfahren. Ich hab keinen Bock mehr. Alter. Das ist jetzt nur, wenn ich meine Zeit jetzt nochmal verbessere, ne? Dann starte ich ja mit den Reifen, wo ich meine Zeit verbessert habe, ne? Ja. Ja, dann muss ich eigentlich nochmal raus. Okay, Akku gewechselt, neuer Akku drin, der andere lädt. Nur kurz ein Hardcheck, so halbwegs. Ich muss unbedingt zum Friseur, Leute. Das ist unglaublich. Ich wollte eigentlich schon vor 2 Wochen gehen, aber... Okay, dann... Ich glaube, ich bin halt echt meine einzige schnelle Runde bis jetzt auf Fett gefahren. So, jetzt... So viel Zeit habe ich auch nicht mehr, deswegen fahre ich jetzt... Ja, ich darf die jetzt natürlich auch nicht... zu schnell pacen die Einführungsrunde, die Einfahrrunde. Aber was ich mal machen kann, so viele Runden kann man eh nicht fahren, also wenn ich leichter bin, auf Standard. So. Däumchen drücken, Leute, ja. Für... Wobei Dritter noch geht, wenn es so bleiben würde. Ah, ich glaube nicht, dass es bleibt. Doch, ich bin auch nochmal draußen. War jetzt meine Einführungsrunde ein bisschen schneller. Wie du schon gesagt hast, so viel Zeit haben wir nicht mehr. Da habe ich die Wand geküsst, so ein bisschen. Gestreift. Nicht geküsst. Solange nichts kaputt ist, ist alles gut. Ja. Weißt du, da war ein bisschen Dreck am Reifen. Ich wollte den kurz abmachen. Ein bisschen an die Wande gefahren. Safe fahren alle raus, wenn ich da bin. So safe. Wir haben nur noch 3 Minuten. Die müssen doch irgendwann jetzt rausfahren, alle. Müsste noch an allen auf jeden Fall vorbeikommen. Ich will einfach an allen vorbei. Du bist schon vorbei, ne? Ja, gerade. Ja. Okay, viel Glück für deine letzte Runde. Kannst mich gerne einholen, wenn du das möchtest. Hab ich vor.
Ich hole dich eh zurück, ne? Nee, schaffe ich wahrscheinlich nicht. Spätestens im Rennen, nachdem ich mein Auto kaputt gemacht habe. Spätestens dann, ja. So, lila Sektor. Oh, das hatte ich ja schon mal. Nichts ja, Neues. Jetzt fahren alle raus. Ihr seid doch einfach behindert! Ich bin jetzt okay, Startziel. Da habe ich gerade was Schlechtes gemacht. Ich bin jetzt Startziel. Alle fahren. Alle sind vor Park. Mir. Ich bin abgebremst. Ich bin abgebremst. Ich fettes Stück Scheiße, Alter. Es kann nicht sein. Nein, okay. Nee, nee. Ich verbessere mich nicht. Ich habe einen roten Frontflügel. Scheiße! Das ist leider nicht gut. Bitte lass mich als Dritter starten. Ah, das ist aber auch kein gutes Rennindiz, wenn ich mir jetzt hier schon... Ja, zweimal. Zweimal ein roter Frontflügel. Ey, das ist der Dritte. Dritte, was? Ja. Uiuiui. Ja. Das ist echt nicht so praktisch, ne? Das ist relativ kacke. Ach, wieso? Das ist mir... Ich meine, im Zeitfahren kann man sich dein Auto nicht kaputt machen. Aber da habe ich die Banden auch nicht so berührt und ich meine, klar, da war ich... Ja, wobei, leichter nicht unbedingt. Aber im Renntraining habe ich... Jetzt muss ich hoffen, dass irgendwie Hamilton nicht noch eine schnelle Runde und so hinlegt. Ja, er ist leider schon an mir vorbei. Ich meine, als Dritter starten ist doch alles cool. Da ist noch alles. Ja, sag cool. Ich, Dritter wäre ja noch okay, wenn es so bleibt. Vierter wäre auch noch okay. Aber Fünfter wäre schon scheiße. Fünfter wäre schon richtig scheiße, weil dann heißt es außen starten. Ja, wobei innen nicht so geil ist, finde ich. Also ich bin als Sechster, das, so wie ich innen gestartet bin. Also so wie ich als Vierter innen gestartet bin, komplett kacke. Der Dritte hat mich immer geschnitten. Ich hab die eigentlich immer geschnitten. Und weggeschnitten. Bin irgendwie immer. Also nicht immer, aber ich bin häufig kaputt gegangen, aber. Okay, eine Runde können wir noch fahren. Ich weiß nicht, was mir das genau bringen sollte. Wahrscheinlich gar nichts. Kann ich nochmal rausfahren? Weiß ich nicht. Jetzt ist zu spät, wir haben noch 20 Sekunden, aber... Ah, ne, okay, dann geht's auf jeden Fall nicht. Nee. Ich bin auf jeden Fall noch über die Startziel, darf jetzt ja noch fertig fahren. Okay, Hamilton Platz 6, Kimi Räikkönen 5, 4, Hamilton fährt auf jeden Fall nicht mehr, der ist in der Garage. Echt jetzt? Yep. Es sind tatsächlich schon ein paar, ja. Vettel ist auch in der Garage, das heißt, er verbessert sich nicht. Valtteri Bottas und Räikkönen fahren noch, die sind auch in der fliegenden Runde. Aber sie haben es, oder? Ah ne, es ist noch nicht zu Ende, verdammt. Nein, ich bin auf jeden Fall gerade aber schon in so einem anderen Bildschirm. Okay. Aber da kann ich dir nochmal nachzugucken, aber das will ich gar nicht. Ich will jetzt gerade sehen, was Bottas macht. Aber der scheint gerade aufgehalten worden zu sein. Und Kimi Räikkönen auch, sehr gut. Das heißt, die werden sich nicht mehr verbessern. Fahren gerade beide hinter einem langsamen Auto hinterher. Ich könnte mich noch ganz, ganz bisschen verbessern. Wie gesagt, das bringt mir im Endeffekt fast gar nichts. Weil ich bin mit den Reifen jetzt auch schon drei Runden draußen gewesen. Und alle drei relativ schnell gefahren. Naja, Dritter. Aber das ist so krass. Das... Vettel so unglaublich schnell gefahren ist. So, nochmal eine schnellste Runde. Heißt, ich sollte mal wieder von der Pole starten. Vielleicht ist das ein gutes Zeichen, dass das jetzt besser läuft. Zweimal von ganz hinten gestartet, jetzt mal wieder von der Pole. Vettel ist sowas von viel schneller als alle anderen CPUs. Das ist so krass. Er ist eine Sekunde schneller. Ja. Aber du bleibst Dritter, Bottas. Das ist cool. Ja, das ist das Gute. Das ist cool. So, Rangliste wollen wir natürlich weiter nach oben wieder kommen, wieder zurückkommen quasi ins Feld. Und wenn wir einen Doppelsieg schaffen sollten, kommen wir... Also wenn ich keinen Fehler mache, dann kann ich auf jeden Fall... Wenn wir einen Doppelsieg schaffen sollten, Zeiten können wir... für den ersten Platz machen, aber... Auf jeden Fall Konstrukteurliste hier wieder raushauen.
machst du denn, Alter? Ja, ich muss mein Lenkrad nochmal fester machen. Reißt es fast raus. Ja, ich reiß es absolut. Hyper Lila Lila. Ja, was für eine Scheiße. Oder Hyper Lila Lila. Ja, what the fuck, macht überhaupt keinen Sinn. Also ich will mich schön leicht machen, ich will ja nicht mit Fett oder so. Also lieber, also ganz ja, ehrlich, das stimmt, wirklich. Das stimmt, das stimmt. Ich will recht. Ja nicht mit Fett fahren. In dieser, auf dieser Strecke muss man das nicht. 31,5 mache ich. Ich mache 31,2. Ich brauche also, nur für den Start, den Rest ist mir egal. Ja, ich verliere ja so immer schon ein bisschen Sprit. Ich glaube, boah, ich starte ja außen, Alter. Oh, nee. Echt? Ist Platz 1 außen? Ja, anscheinend. Stimmt. Stimmt, ja, ungerade ist da außen, ja. Bin ich immer so. Aber da ist halt die Ideallinie auch. Ah. Okay, ja. Ich habe ein bisschen Angst. Nach 5 Runden oder so muss man schon in die Box, das ist so krass. Ich habe ein bisschen Angst, Leute. Was macht mein Auto? What the fuck? Ich konnte gerade nicht fahren, ich habe irgendwas Falsches gedrückt. Okay, die Systemchecks sehen gut aus. Wir müssen die Formation halten und damit anfangen, das Auto auf Betrieb. Also ich bin eigentlich mit meinem Startplatz außen, ist da eigentlich ganz, ist doch eigentlich ganz geil. Als Dritter zu starten ist nice, glaube ich. Ich habe ja Vettel hier gerade schon überholt, weil der echt gar nicht losgefahren ist. Also du bist erst nicht losgefahren und dann Vettel auch nicht. Ich habe mir so gedacht, okay, dann fahre ich jetzt einfach los. Ja, ich habe irgendwie, ich habe glaube ich die Kupplung nicht gedrückt gehalten oder irgendwas habe ich falsch gemacht auf jeden Fall. Das darf mir natürlich jetzt gleich nicht passieren. Ja, erstmal runterstellen hatte ich gerade noch nicht gemacht. Moment droht kein Regen. Hör auf, überhaupt über Regen. Ja, Arne bei mir gerade auch. Er hat gesagt, der Regen klingt bald ab. Was? Er hat gesagt, der Regen klingt in 10 Minuten ab. Ja. Okay. Wo? Auf der anderen Erdhalbkugel. Ja. In Germania. Ja, im wunderschönen Deutschland hört es bald auf zu regnen, aber naja, wir sind hier ja nicht da. Aber wollte ich euch nur sagen. Ja, als deutsche Fahrer muss man das schon mal wissen. Hier in eurer Heimatstadt regnet es gerade. Ja. Schön zu wissen, ja. Richtig geil. Ich bin richtig aufgeregt wieder mal. Du bist ja auch direkt hinter mir, ne? So müsste es eigentlich jetzt die ganze Zeit sein. Indirekt, direkt. Von... Ja, ich weiß schon. Naja, ich würde eigentlich lieber ganz vorne sein, wenn ich bin. Ja, dann bin ich halt hinter dir. Ja, das fände ich schon besser. Hey! Was denn? Ich hab dich nicht berührt. Bei mir schon? Guck! Zum Glück habe ich noch alles umgestellt. Ich habe gerade alles umgestellt. Warum bin ich denn zurückgesetzt worden und du nicht? Ja, weil du mich offensichtlich ausgebremst hast. Ja, genau! Bei dir bist du ja nicht mal reingefahren, Alter. Ja. The fuck? Weil ich abgebremst habe. Bei mir habe ich noch frühzeitig abgebremst. Ja. Funktioniert auf jeden Fall wieder richtig gut alles. Okay. Mal wieder viel Glück. Leute, drückt uns die Daumen. Ja. Das wird hoffentlich... Ich hasse es. Gut. Ich will Bottas. Du willst Bottas? Ich will Bottas hassen. Absolut. Oh, ist Vettel gut. Ja, ich hab's gesehen. Absolut krank. Bottas rammt mich. Ich musste Vettel jetzt vorbeilassen. Hilfe. Ja. Oh, Mann. Oh mein Gott! Bremst du mich aus? Junge, was hast du gemacht? Wieso hast du so früh gebremst? Ich hab... Ey! Sorry. Das war mein Ich Fehler. Hab Angst! Geh doch weg! Du kannst mich gerne vorbeilassen. Ja. Oh mein Gott, was machst du? Ich wollte dich vorbeilassen, dann hat's nicht gut funktioniert.
Jo, er kickt mich! Okay, für mich läuft's nicht gut. Okay, ganz ruhig, Michi, ganz ruhig. Alles okay, Mike, alles gut. Puh. Okay, ich bin ein bisschen zurückgefallen, alles super. Was heißt, du bist doch ein bisschen zurückgefallen? Ja, Raikön hat mich auch fast gedreht und überholt. Aber sonst niemand. Also ich bin Vierter. Sorry für den kleinen Schubser. Ja, es war ein bisschen Chaos. Ich bin halt ein bisschen früh immer auf die Bremse. Aber wie du einfach immer reinfährst, Alter. Einmal! Du hast mich zweimal gerammt. Was? Ja, ganz leicht das erste Mal und das andere Mal hast du mich geschubst. Ja, das mit dem Schubsen, das habe ich auf jeden Fall. Da habe ich ja auch sorry gesagt. Ja, ja. Alles gut, passt schon. Die Kurve ist aber auch mies. Muss man so früh bremsen und du hast früh gebremst und ich nicht. Battle dieser Asoziale. Ja, Junge, wie krass der gestartet ist, ne? Ja, ich konnte gar nichts, ich musste ihn vorbeilassen, da ging nichts. Wie gut er jetzt auch gerade immer noch fährt. Das ist frech. Frech. Dieser Frechdachs. Oh, ich habe aber einen lila Sektor, du Dover. Ah doch, ich komme ran. Hey. Mach mal das DRS an, Alter. Was ist denn schon wieder los? Was war denn dieses I, Alter? Das war meine Hupe, Mann. Deine Hupe. Nein, okay, ich hab ein Game von Flügel. Deine Hupe, was? Ah, hier liegt ein Teil, cool. Ja, unpraktisch, passiert, ist so. Aber ich bin Erster. Erster, echt, cool. Ja, jetzt gerade geworden. Okay, das ist geil. Sauber. Nee, Red Bull. Ah, fucking hell. Weiß nicht, wie lange ich den halten kann. Der ist gut. Oh, fuck. Batterie. Die gibt's ja auch noch. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Zieh dir die Ultraweichen drauf. Oh, ich hasse es, wenn man in Kurven was umstellen muss. Ich musste gerade einstellen, dass auf jeden Fall mein Flügel repariert wird. Zum Glück macht man ja so einen frühen Boxenstopp dank der Hyper-Hyper-Software. Hyper! Mann, Raikön, du bist so ein Pisser! Er lässt mich einfach nicht vorbei. Ich bin so nah hinter ihm. Ich ramm dich gleich komplett weg, Alter. Und er geht immer nach innen in den Kurven. Jetzt nicht, jetzt bin ich innen, Arschloch. Sehr gut. Wann gehst du eigentlich an die Box? Ah ja, ich weiß nicht. Auch wann du gehst, wahrscheinlich. 5. bis 8. Dann gehe ich also in der 5. Dann gehe ich 6. Aktuelle behalten. Ist angekommen, bestätige. Was für einen coolen Plan bekommst du denn? Eine früher. Was? Was machst du mit deinen Reifen? Weiß es nicht. Hab gar keine Zeit zu gucken. Keine Lust. Also ich, Vettel und ich halten absolut den gleichen Abstand, also da geht ja, ja, bei Raikön und mir. Deine Reifen sehen noch nicht sehr abgenutzt aus und sollten noch eine ganze Weile durchhalten. Okay, er aber sagt mir gerade, da ich Platz 1 bin, ist es ja eigentlich das okay. Ist okay, ja. Er sagt mir gerade, meine Reifen sehen super aus, die dürften noch eine ganze Weile durchhalten. Okay, deswegen soll ich früher gehen. Jetzt weiß ich's. Das ergibt Sinn. Jetzt weiß ich's. Ich schwitze so hart an den Händen gerade, ne? Das ist so ekelhaft. Ich rutsch richtig ab. Grüne Flagge. Gelbe Flagge? Hä? Was ist los? Bei mir ist nichts. Hinter mir Ahnung. War's, hinter mir. Oh. Nein, du. Geschwindigkeit sofort verringern und ich hasse virtuelles Safety Car. Ich check das nie.
die anderen holen da immer voll auf mich auf. Ja, ist wirklich so. Man verliert immer Zeit beim virtuellen Safety Car. Oder bekommt halt eine Strafe, eins von beiden. Ja. Oder beides. Eben. Das ist noch wahrscheinlich. Das ist echt wahrscheinlich. 0,08, Hilfe. War ja schon mehrere Male im Rot. Ja, ich bin gerade auch rot. Gefährlich. Ja, halt doch mal die Fresse. Ich weiß, dass man Delta negativ... Das steigt negativ. Manchmal so schnell auf, das ist so komisch. Das ist wirklich komisch. Das ist eine Lüge einfach. VSC endet, gleich kommen die grünen Flaggen. Positives Delta bis zu den grünen Flaggen. Glück gehabt. Boah, ja. Der ist aktiviert direkt, lol. Also, ich habe immerhin keine Strafe. Aufgeholt haben sie natürlich, aber... Ja, Dito. Vettel, ich meine, Vettel war vorher auch nah dran, aber jetzt ist er also alle sind jetzt an meinem Arsch. Ja. Auch Bottas und Hamilton und alle, die halt hinter Raikön waren, sind jetzt so unglaublich nah. So, das heißt. Jetzt gehst du, ne? Ja. Boxenstopp. Auch mal wieder eine Strecke, wo man auf jeden Fall zweimal an die Box muss. Obwohl die Box nicht so cool ist. Echt. Oh, scheiße. Scheiß Einfahrt, scheiß Ausfahrt. Ah, scheiße. Oh, Vettel dreht mich. Gelbe Flagge. Oh, shit, hi. Das Arschloch. Boah, Hamilton, was ist mit dem falsch? Ja, die fahren einfach weiter. Juckt die überhaupt nicht. Hülkenberg, Mann! Ey! Ich bin so geil. Alter! Nur, ich meine, klar, mit. Weißt du? Ich beschleunige einmal nicht so schnell raus. Und dann fährt der mir einfach hinten drauf, der Vettel. Nur weil er schneller ist. So als wäre ich gar nicht da. Ja, das machen die Bots leider in F1 zu 18 immer. Aber ich lass dich an die Box, dann kannst du auch wechseln und Zeug. Also. Ja, ich bin ja jetzt komplett kaputt. Ja, eben. Hau mal schön raus und fahr dann gut weiter. Kein extra Boxenstopp. Alles noch, naja, halb okay. Hülkenberg hat ja nochmal dazu beigetragen, dass ich langsam werde. Danke sehr dafür. Schöne neue Nase. So, werde ich letzter oder? Ah, ne. Nur 18. Ich hab Vettel. Den 20. gibt's schon gar nicht mehr. Wer ist denn raus? What the fuck? Weiß ich nicht, aber 19. ist Stroll und der ist echt richtig weit hinten und dahinter gibt's auch keinen mehr. Also keine Ahnung, wer raus ist. Okay. Kann man mal machen. Alter, ich verliere so viel Sprit. Ich hab wirklich einen Leck im Tank, Alter. Bin jetzt schon bei 0,08. Obwohl ich die ganze Zeit auf Standard fahre, außer beim Start. Soll ich auf Mager fahren? Also ich bin auf jeden Fall vor Vettel jetzt. Krass, wie hast du das gemacht? Ich kam auf einmal richtig rein und habe ihn dann überholt. Stimmt, der ist ja natürlich auch irgendwie... Vielleicht hat er sich auch kaputt gemacht, das kann sein. Aber auf jeden Fall ist er natürlich durch den Crash ein bisschen langsam geworden. Das ist sowieso schon klar. Ja, ich war auf jeden Fall sehr nah. Natürlich Zeit gekostet. Geholt, aber ich glaube, er ist ein bisschen langsamer durch den Crash. Hat er ja verdient, ne? Weil ich das auf jeden Fall. Boxenstopp. So ein Arschkeks, ey. Ein Arschkeks? Ja. Oh, die Box ist so hässlich, ne?
Voll 18er, ey. Boah, ich hasse diese Kurve, ey. Mann. Das fahren so gut wie alle jetzt. Jetzt komme ich hinter. Jetzt kommst du vor mir raus. Nicht, dass ich das generell schlimm finde, aber ganz viele kommen vor mir raus. Wo bist du? Also jetzt gerade bin ich halt immer noch 18er und ich bin gleich Startziel. Bis der Punkt, ja. Ah fuck, jetzt habe ich die Kamera nicht. Fuck. Fährst du nochmal rein? Ja. Wie Gasly einfach nicht wegfährt. Ich komme aus der Box, ich kann nichts machen. Und Gasly rammt mich fast komplett weg. Wie vielter bist du? 10. Krass. Das ist tatsächlich krass. Gasly! Gasly! Ich hab ihn gerade in die Wand geschubst. Ups. Oh, hier steht einer. Gasly! Gasly! Oh, Vettel ist 11. Ja, der war bestimmt auch in der Box. Ja. Mann, Gasly, Alter, was für ein Spacken! Hätte Vettel nicht mal in das Wrack von Gasly reinfahren? Ich frag mich, was ich jetzt machen soll. Wieso? Ja, ich habe einen orangen und gelben Frontflügel. Das ist echt kacke, vor allem auf dieser Strecke. Gibt ja noch rote Reifen, oder? Ich weiß nicht, was es alles gibt. Vielleicht kann man damit durchfahren. Ist nicht sogar gelb? Das weiß ich nicht. Ich muss eine Runde noch kannst fahren. Kannst du nachgucken, ja, was ich fahre noch gibt. Eine Runde, dann kann ich gucken. Oh, ich hab Vettel überholt. Und jetzt dreht er mich. Digga! Ah, jetzt hab ich wieder orange Rumpel, nein! Ich fahr an ihm vorbei! Und er dreht mich einfach! Mann, das ist doch so ein Scheißspiel, ganz ehrlich! Ja. Ich meine, was soll das denn? Ich meine, was war das gerade? Hilfe! Ich meine, ich überhol... Klar, es ist eine enge Stelle, wo ich überholt habe, aber ich war komplett an ihm vorbei, schon mehrere Meter wieder. Ich bremse und er fährt mir einfach in meine Seite rein. Ne, das ist so... Boah, den fick ich ja. Das ist mir egal. Digga, regt der mich auf zum zweiten Mal grundlos. Fahr mir hinten drauf. Ja! Ich hab mir mein Auto kaputt gemacht. Boxenstopp. Also, ist das geil? Ich sterb grad komplett. Ich schwitz ganz so hart, weil ich lach, Alter. Oh nein. Zum Glück war der Frontflügel schon kaputt, mit dem ich gerade Raikön gerammt habe. Ach, du bist auch hier. Hi. Fährst du auch in die Box nochmal? Nein. Ich habe eine alternative Strategie vorgeschlagen bekommen. Gelbe Reifen soll ich fahren? Nein. Nur gelb? Ja, nur gelb. Weil ich wechsle jetzt auf gelb. Pack! Stimmt, dann muss ich das auch machen. Ich wollte dir gerade sagen, mit gelb kann man ja durchfahren. Mach ich halt. Aber ich fahre jetzt, ne? Ja, gut, dann mache ich das nächste Runde. Ja, okay, ja, mein linker ist. Ich hoffe, dass sie es wechseln und alles machen. Aber ich muss auf jeden Fall in die Boxen, wenn ich auf gelb durchfahren kann. Hey, warum nicht? Oh, Alter. Ah, ich kann die Kamera noch starten. Synchro. Ach, läuft das schon wieder gut. Raikön ist an der Box. Hä, warum ist Vettel nicht an der Box? Was hast du gemacht? Ich weiß nicht, ob er wirklich dabei kaputt gegangen ist. Also ich habe ihn ganz stark ausgebremst, aber mir war das dann zu doof, weil er so langsam gefahren ist. Dann. Aber Raikön habe ich anscheinend erwischt oder was auch immer. Weil ich habe mich ja mit Raikön gebettelt. Jetzt ist er auf einmal auch an der Box.
Hamilton ist Platz 10, Bottas Platz 8. Was passiert hier alles? Wo kommt der aus dem jetzt gerade her, der Hamilton? Der ist gerade an den Box gewesen. Oh nein. Ah, fucking hell. Boxenstopp. Das war gerade so geil schon wieder. Ich freue mich schon auf diese Folge. Die kommen wahrscheinlich erst nächste Woche oder so. Also nicht nächste, sondern übernächste quasi. Aber ich freue mich so hart schon, ja. Mann, nur wegen Vettel. Könntest du ausrasten. Und dann ist er auch noch... Oh, nur wegen Gasly. Hey. Wo ist Vettel jetzt? Ich glaube Platz 11. Hamilton hat ihn überholt. Wo bist du? In der Box. Platz 9. Stimmt. Ja, lol, aber dann habe ich ja richtig Zeit verloren. Weil ich überhole dich nicht. Ich komme erst hinter dir raus, na, an der Box. Schätze ich mal. Ich war doch gerade vor dir. Jetzt bist du vor mir, ja. Alter. Wie hast du das gemacht? Weiß ich nicht, aber das heißt ja auch nicht, dass ich wirklich vor dir rauskomme. Ich glaube nicht, dass ich vor dir rauskomme. Nee, der guck. Auch nicht. Ich dachte, du kommst vor mir raus. Nee, man ist hier so langsam in der Box. Ja, ist so. 60 einfach. Balkön ist auf jeden Fall Platz 18. Ja. Ja, den habe ich, glaube ich, erwischt. Nee, ich bin Platz 18. Den habe ich, glaube ich, erwischt. Ah, ich wollte ihn gerade erwischen, aber hat nicht geklappt. Wir haben es auf Ferrari abgesehen. Die haben es auch auf uns abgesehen, vor allem auf ja, mich. Ja, ist halt wirklich so. Die haben es auf uns. Auf mich die. Haben sie es auch voll abgesehen. Die haben mich ja schon voll oft irgendwie rausgekriegt. Wir rechnen uns. Ja, ja, okay, lass mal rechnen. Wenn ich Vettel sehe, ich mach den platt, Alter. Bottas müssen wir auch ganz unbedingt. Also, wie wir schon wieder mit solchen Mitteln spielen. Ja, aber es ist ja, ich will das Rennen vernünftig zu Ende fahren, aber... Nee, also ohne meine Spaß. Bottas, wenn ich die Chance, dazu habe, Ferrari schon. Wenn ich die Chance dazu habe, Ferrari jetzt irgendwie zu killen, vor allem Vettel halt. Ich probiere es. Muss es ja nicht unbedingt provozieren, aber ich probiere es mal. Ah, ganz gut, dass Raikön vielleicht auch keine Punkte bekommt. Wobei auch keine. Wobei der ist auf Ultras auf unterwegs. Ja, der hat nochmal gewechselt. Der muss nochmal in die Box. Was ein Spaß ist. Es kann echt sein, dass der keine bekommt. Cool. Aber es kann auch sein, dass wir irgendwie gar nichts hinbekommen. Weil wir sind auf Platz. Junge, wir sind auf 16, 17. Ja, aber wir müssen nicht mehr in die Box. Ja, das stimmt. Hoffentlich, weiß man nicht. Ja, gut. Man hätte auch so an die Box fahren können, dass man darauf spekuliert, dass man sowieso nochmal an die Box fahren muss. Hätte. Naja, aber ich hoffe einfach, dass wir nicht müssen und dann spekulieren wir einfach da drauf. Ja, darauf spekulieren. Oh, lila Sektor. Stroll, danke. Ist abgekürzt, da kenne ich überhaupt nichts. Wir fahren nicht gegen solche Bobos.